Guten Morgen, wir sind in der fünften Kampagne von der Herr der Ringe Schlacht um Mittelerde, der erste Teil. Die gute Kampagne spielen wir gerade aktuell, um auch ein bisschen reinzukommen. Ich glaube, die böse Kampagne ist die schwerere, sage ich mal, wo man dann schon auch alles können muss. Wir haben durch Moria gekämpft, durch Lothlórien und haben schon zwei Grafschaften von, jetzt komme ich nicht drauf, von Rohan natürlich eingenommen. Unsere Gefährten sind jetzt in Amon Hen angelangt und das ist ja der Ort, wo sich dann wo die Gefährten sich auflösen und Boromir sterben wird. Mal schauen, ob das auch hier so sein wird. Wir werden uns das jetzt auf jeden Fall anschauen und mal schauen, wie das dann weitergeht, weil aktuell war die Dynamik eine Kampagne mit den Gefährten, eine in Rohan, aber wenn die sich jetzt aufteilen, mal schauen. Netzeln auf jeden Fall gut. Oh, da ist Lutz. Der Haupt-Uruk. Also wir werden es diese Runde auch anscheinend mit einem gegnerischen Helden zu tun haben. Und wenn es mein Leben kostet, wir müssen zusammenbleiben. Okay, Frodo und Sam müssen überleben. Okay. Frodo, lass sie nicht Gut, entkommen. dass das All Caps nochmal geschrieben wird. Aber gut, dass sie jetzt auch nochmal Level aufgestiegen sind. Ja, Gandalf kann für sich selbst kämpfen. Und Aragorn hilft den Hobbits aus. Bleiben wir jetzt hier? Okay. Hat sich schon erledigt. Jetzt habe ich mich erzählt. Okay. Machen wir jetzt auch noch was, oder? Legolas und Gimli brauchen unsere Hilfe. Wir müssen weiter. Okay. Zieht eure Waffen. Ja, schon mit Gandalf. Gandalf ist hier. Der tatsächlich auch was kann. So, ein paar Bogenschützen können wir uns, glaube ich, holen dadurch. Ey. Ey. Das hoffe ich. Sie sind hinter dir, Gandalf. Ich werde diesen Feind nicht Hey. Das eskaliert man nicht so krass. Nee, du lauf mal nicht alleine irgendwo hin. Haben wir noch was? Besiege die Uruks, die Legolas und... Okay, nein. Zack. Okay, die waren schon alle tot. Okay. Wir laufen. Oh. Arge. Okay, die sind doch nicht so stark, wie ich gedacht hätte. Das hätte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt entfesseln müssen. Naja. Ja, da geht's nicht weiter. Das ist der falsche Weg. Zack. Ich werde mich beeilen. Haltet die Stellung. Oh.
Okay. Es wird Zeit zu verschwinden. Da sind sie! Fang sie! Lauf, Hobbit! Lauf! Wir müssen was unternehmen! Hierher! Okay, Boromir, Boromir schlägt sich richtig gut. Ich hab schon gesagt, die Helden. Die Helden in dem Teil. Wo ist denn jetzt Boromir? Wir müssen weiter. Treibt sie zurück in den Schatten. Mal die Karte mal sich wieder klären würde. Achso, wir sehen die leider nicht. Wisst ihr was? Wir speichern hier mal. Nicht, dass wieder irgendeiner von unseren von Frodo oder Sam hier stirbt. Das wäre ein bisschen ärgerlich. Ach, hier hin. Ja, wir laufen ja einfach durch. So. Ja, sieht doch ganz gut aus. Oh, da ist Lutz. Schützt den Ring! Lasst nicht zu, dass sich Sauron holt, was einst ihm gehörte. Macht euch bereit! Sieht so aus, als würde Lutz jetzt hier. Das schmeckt dir nicht. Hier lang. Die sind keine Herausforderung. Wir müssen weiter, es kommen noch mehr auf. Beschützt die Halblinge! Lauf! Schnell! Lauf! Macht euch bereit! Wir müssen zusammenbleiben. Frodo und Sam müssen sichere das Boot, damit Frodo und Sam fliehen können. Okay. Ja, Boromir können wir nicht mitnehmen. Oder ja, doch jetzt schon. Na gut. Oh, der ist aber geflogen. Hier Fähigkeit an. Achso. Wie? Ich sterbe. Ich hab... Ahaha, fuck. Oh, Leute. Oh, Glück gehabt, dass ich gespeichert habe. Ah, okay. Okay. Ja, Laden. Laden. Ja, Kapitel 5. Ja, als ich das laden wollte, ist das Spiel abgeschmiert. Also ist hier ein relativ hässlicher Cut drinne, sag ich mal. Aber passt schon. Das ist schon nicht so schlau, ist schon nicht so tragisch. Vernichten Lutz und eile Boromir entgegen. Okay. Das kriegen wir hin. Boromir war hier drüben. Und wir werden auf jeden Fall speichern, bevor wir in den letzten Kampf gehen. Zack. So, bitte alle auf Lutz. Zack. Okay. Nochmal alle heilen. Sauron muss die Halblinge. Lauf! Schnell! Schnell jetzt! Schnell jetzt!
schnell jetzt! Wir dürfen nicht zögern! Du bist unser aller Schicksal, kleiner Mann! So. Eine Armee kommt an. Da haben wir das letzte Mal auch verkackt. Also speichern wir das Ganze jetzt. Nee, du noch hier hinten. Hallo, Gimli? Zack. Bisschen zurückkommen. Gimli, kommst du? Au! Hey Leute, was ist denn los mit euch? So, jetzt. Ach, das ist eine Permanentumstellung. Das ist vielleicht sowieso besser, die Hobbits auf Steinewerfer umzustellen. Können sie auch gut helfen. Aragorn kriegt dick auf den Sack hier. So. Ja, eigentlich nicht so schwierig, wenn man ein bisschen aufpasst auf seine Leute. Das ist jetzt ärgerlich gewesen. Aber naja, so ist es halt. Stirbt Boromir jetzt noch irgendwie? Da sind die Hobbits. Die anderen beiden Hobbits. Sehr schön. Rettet Boromir, haben wir geschafft. Also nicht überall ein Level aufgestiegen, egal. Die sind so früh. Ach stimmt, die sind ja auch abgehauen. Von daher. Okay, sehr schön. Das haben wir geschafft. Erstmals ausgebildet Moria. Ja gut, stimmt. Aber wir haben noch Kommandos und Punkte gekriegt. Oh ja, jetzt teilt sich's auf hier. Genau, das ist hier. Wir wissen jetzt hier die Gemeinschaft. Also Frodo und Sam sind hier. In die Imin Muil gezogen und die anderen verfolgen. Oh, guck mal, Boromir überlebt. Also, das ist, wenn wir gut spielen, können wir anscheinend auch so ein bisschen gegen das Buch spielen. Genau. Die Rest der Gemeinschaft verfolgt jetzt halt Merry und Pippin. Stimmt, das hätten wir auch eigentlich schon hier wissen können. Wir haben ja Gandalf gerettet aus Moria, der ist ja auch dabei. Naja, auf jeden Fall, jetzt kommen wir zur nächsten Rohan-Kampagne. Das wird dann Kapitel 6 werden, soweit ich das sehe. Ja, Kapitel 6. Aber das kommt in der nächsten Folge. Also, bis gleich.